Ja, hier wieder beim Koali und beim Fragtag. in der Secret World. Und irgendwas ist hier ganz, ganz schief gegangen eben. Mein Computer hat irgendwie die Füße hochgerissen während des Streamens. Nicht so schön. Ja. Und anscheinend ist auch hier die ganzen Einstellungen, die ich hier vorgenommen habe für meine Beutetaschen und so, sind auch alle verschütt. Hab ich denn die Questfortschritte noch? Stufe 4. Auf was für einer Stufe bist du gerade bei der Hauptmission? Auch 4. Ja, hoffentlich hat es wenigstens das. Das Fenster mal ein bisschen runter machen hier. Ist alles irgendwie verschoben? Ist ganz strange. Siegeltasche wiederherstellen hier. Mit meinen tollen zwei Siegeln hier, die ich nicht gebrauchen kann. Die ich mir schwer verdient habe. Im Schweiße meines Angesichts. So. Alles muss halt seine Ordnung haben hier. Zup. Ja, hoffen wir, dass das nicht wieder passiert, denn das wäre ziemlich blöd. So, was muss man jetzt machen hier? Auch die Außenposten 10 finden. Wo ist der denn? Da unten ist er. Beim Baum des Lebens. Wenn wir hier gerade hinsetzen, muss ja irgendwie auf seinen Rücken achten. Während dem Spielen. Ach, guck mal. Ich schwebe. Jetzt nicht mehr. Ich finde das manchmal ganz schön witzig, wie die Texturen erst später laden. Ja, vor allem, wenn wir vorher stundenlang gegen Baum rennen. Ne? Oh, mein Sprint hat sich auch umgestellt. Okay. Ja, Sprint. Freunde, Begleiter. Ne, bei Begleiter. Doch, bei Begleiter war es dann. Sehr strange. Was sagst du eigentlich zu meiner neuen Sonnenbrille? Sonnenbrille? Moment. Schick. Wo hast du die denn her? Von den Klamotten, die man kriegt für die Templer. Guck mal, da ist Sabrab. Das ist bestimmt so ein besonderer. Den er schon einen Namen hat, hm? Ja. Tatsache. Ich hatte ihn anscheinend schon. Und der hat uns ein furchtloses Pigment dagelassen. Uff, Tanks. Furchtloses Pigment. Eukalypter gewinnt immer. Nein, nicht immer. Aber immer öfter. Ja, du bist ja hier schon mit dem Charakter ja schon mal durchgezogen. Also kann es sein, dass du den schon mal gemacht hast. Eukalypter ist hier ja das erste Mal. Oh. Da hat mich so eine Drohne erwischt. Schnell weg. Wir können das wandernde Geschwürmaul auch von weitem ermorden. Die haben einen Namen. Ja, ne? Da hat man echt das Bedürfnis, wieder Diablo zu spielen. Hier sind auch Leute drin. Wandernde Geschwürmäuler. Hast du eigentlich Diablo mal gespielt? Ja. Also vor allen Dingen Diablo 2 habe ich ziemlich über LAN damals in Kronheim. War ziemlich witzig. Und welche Klasse? Alles mal. Du weißt bestimmt, welches ich. Keine Ahnung, Krieger. Nekromant. Woher sehe ich das so Mist? Du kennst mich länger als 5 Sekunden. Es gibt keine Vampire, also ist das gar nicht so klar. Ja, schlagt ruhig auf mich ein, ich heile mich eh wieder hoch. Ihr macht nicht genug Schaden. Sag dir das doch nicht auch noch.
Ihr Ahnengeschwürmäuler und wandernde Geschwürmäuler. Eigentlich würde ich ja mal in so einer Redaktion ja mal eigentlich mal gerne Mäuschen spielen, wenn die sich die Namen. Wir brauchen noch einen Namen. Ja, wanderndes Geschwürmaul. Ja, super Name. Nehmen wir. Ah, ich glaube, ich habe den richtigen erwischt. Ja, ist immer der rechts oben. Ach, guck mal, und jetzt habe ich auch die Katze als Begleiter hier. Okay. Ist das alles jetzt durch den Crash? Ein bisschen kaputt gegangen. So, irgendwas rauscht auch gerade bei dir ein bisschen. Auf einmal? Nach deinem Crash? Hm. Versuch die Fehler nicht bei mir zu finden. Du wirst abgekackt. Die wandernden Geschwürmäuler sind schuld. Genau. Mit dem Namen. Hast du erst gedacht, es wäre ein Stromausfall oder so? Nur so eine Stromspitze kann das natürlich auch gewesen sein. Schon wieder einer, ey. Die respawnen hier ein bisschen. Pünktlich. So, war hier drin nicht auch irgendwas gewesen? Das hatten wir schon. Hohe Ausholt, ne? Ah, hier dieses Teil. Okay. Gut, machen wir die Dinger nochmal platt. So, dann müssen wir jetzt D finden. D ist hier unten. Weißt du, was ich hier wirklich verwirrend finde bei den Drohnen? Was denn? Und Menschen knocken die um. Aber die Gude nicht. Ja. Das sind rassistische Drohnen. Und sexistische. Wieso? Das fragst du noch? Ja, du wirst es mir gleich erklären. Sie haben dich umgehauen, nicht mich. Ja, weil ich reingelaufen bin, ne? Siehst du, sexistische Drohnen, die nur bei Frauen funktionieren. Jetzt komm, der war nicht schlecht. Doch. Super aufgeladener Sehr. Der war vielleicht schuld an einem Computer, Dings. Na, kann sein. Die entladene Überwucherung war vielleicht auch schuld. Gab's bei Heroes eigentlich einen mit Elektrokräften? Ja, bestimmt. Ach ja, die Frau. Ich hab mir heute noch eine Folge Heroes angeguckt. Okay. Zeile wieder nach? Ich spoiler besser nicht. War nicht hier irgendwo jetzt der Nebenquest-Teil-Dingens? Wenn man den Typen erledigt? Ja, hier. Ah, da. Ja. Zack, da. Okay, jetzt müssen wir hier rein, ne? Biep, biep, biep. Boah, ich bin echt müde wie Sau. Ich weiß nicht, woher. Sollte ich vielleicht hinlegen? Dann kann ich heute Abend ja nicht richtig schlafen. Generator benutzen. Fühl dich benutzt, Generator. So. Ghost Online. Was suchen wir jetzt? Wir suchen Außenposten E, ne, inzwischen. Nee. Ah, ja. Okay. November 6. Today we acquired human test subject from local Romani camp. Preliminary testing is underway. Initial results with adolescent subject are positive. Supporting modified... Ah, der Hort. We'll attempt to acquire more subjects for the nursery. VD type 39. Ich erinnere mich, dass das zu der Questreihe gehörte.
Kommst du auch? Ich bin schon draußen. Ach, da oben bist du. Nee. Ich hüpfe hier auf der Straße auf und ab. Solange du nicht auf den Strich gehst, ist ja alles gut. Ich weiß nicht, ob es hier einen Strich gibt. Ich glaube, hier sind nicht genug Leute, die Kundschaft wären. Dass du das schon wieder so verstanden hast, also. Natürlich. Oh, guck mal, da ist ein Gegner. Yep. Stirb, Gegner. Wütendes Echo des Kindes. Gedroppt? Nee. Langweilig, kein Loot. Ich mach mal UI neu laden. Mach mal. Oh. Bericht über Exemplar E. Das Kind hat sich ein einziges Mal herausgenommen. Ja, die blöden, bösen Orochis, ja. Sind sie böse? Sie sind doch nur neugierig. Tja. Neugier über alles, wa? Da ist sie doch. Hallo, Luminita. Findest du? Ja, voll gruselig. Aber ich finde Kinder allgemein gruselig. Hey, have you seen any kids out there? A girl about this tall? And a boy with curly hair. He's much shorter than me. Oh, I didn't think so. The grown-ups have been looking for many days. There's no trace of them. Neither Elenia or her brother Mika. They've been eaten by werewolves. Don't say that. Maybe they were captured by vampires. Or kidnapped by ghouls. Or by those creepy farmers. They are stupid and dangerous and evil. Lilof said so. They scare me. I don't scare easy. Or maybe they just got lost in the woods. It could happen. It's pretty easy to get lost out there. If they did, we will find them. Right? Sicher finden wir die. So, dann fressen wir sie. Yay, ein Echt? Siegel der Gewalt. Das ist doch mal was Gutes. Was hast du gekriegt? Keine Ahnung. Nebenwaffenbindung. Na super. Nebenwaffenbindung. Ich weiß nicht. Nee, ich glaube, ich spare die FP. Für den Flammenwerfer. So, wir müssen den Dimirhof untersuchen. Ah, meine Lieblingsbauern. Ja. Können wir direkt hier den Fleischhaufen mitnehmen. Die Gegend untersuchen. Ey, ich untersuche die Gegend und ein einsamer Wolf und dem folge ich. Ah. Die Idee komme ich natürlich sofort. Ist der Lestrak auch da? Ne, der steht da hinten noch. Okay. Ich folge meinem eigenen Wolf. Ach, du folgst deinem eigenen Wolf. Jeder nur einen Wolf? Ja, sonst wäre er ja nicht einsam. Stimmt.
könnte drauf immer eine Rakete abschießen. Ich nenne meinen Pipi. Pippin? Pipi. Warum das? Keine Ahnung, er sieht aus wie ein Pipi. Ja. Das wollen wir gar nicht so genau wissen. Und er riecht so. Hast du irgendwie Features im Spiel, die ich nicht hab? Ja. Ih, ganz viele Wölfe. Tollwütig auch noch. Das Geruchssystem 3000. Ich bin umzingelt von Wölfen. Und kaputt. Und ein furchtloser Knoten. Gibt es auch furchtvolle Knoten, frage ich mich da. Oh ja. Ja, Gordy, du kannst auch Latein perfekt, ne? Nein, nicht perfekt. Aber du kannst Latein. Bisschen. Was heißt Nasus? Müsste ich nachgucken, weiß ich nicht auswendig. Okay. Ich bin mal ganz schlecht in Vokabeln. Ich bin generell bei Fremdsprachen schlecht in Vokabeln. Ich bin allgemein schlecht in Fremdsprachen. Und Deutsch ist die schwerste. Aber Glück, dass es unsere Muttersprache ist. Manche wäre mir lieber, dass Englisch meine Muttersprache wäre. Damit aufgewachsen wäre, hätte vieles erleichtert. Ich komme mit Englisch inzwischen erstaunlich gut klar. Ich schlechter wie früher. Obwohl ich es momentan immer versuche, wieder mal ein bisschen zu lernen. Aber irgendwie. Ich habe das Gefühl, das wird nur immer komplizierter. So, den Gmail-Brief untersuchen. Geliebter Gatte, Olga. Aber du kommst nicht nach Hause. Du bist tot. Ist auch ein liebender Brief. Okay. Das Ghoul-Lager nach Informationen absuchen. Dann teleportieren wir uns doch mal zum Ghoul-Lager. Wie Eukalypto befiehlt. Wie Eukalypter befiehlt, ja. So ist das richtig, mein Sohn. Immer die Befehle befolgen hier. Und die Orochi-Leiche, die Nebenquest hier mitnehmen? Da müssen wir mehr ins Ghoul-Lager rein. Ich will jetzt hier die Questreihe schnell vorbei machen. Ja. Kommen wir ja später nochmal hin. Okay. Ich bin in der Tat gerade so ein bisschen müde, dass ich die Reihe jetzt noch fertig mache und dann erstmal ein bisschen chillen gehe. Chillen. Den Orochi-Signal-Tracker benutzen. Piep. Piep. Teleport. Rennen. Gucken, wer erster da ist. Du. Piep, 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 piep. Hier ist Blut, hier muss was sein. Tatsache. Blut. Blut, Blut, Räuber saufen Blut. So, jetzt warten wir alle gemeinsam auf den Lesrak. Genau. Und jetzt kannst du ja deine Lebensgeschichte erzählen. Nee, da ist er doch schon. So kurz ist mein Leben jetzt nur auch wieder nicht. So, wir folgen dem Blut jetzt nicht, weil das führt wahrscheinlich eh nur hier hin. Nee. Beilfall. Gerade mal eben. Du sammelst schon schön auf, das ist gut.
Macht da mal gut weiter. Ich glaube, das braucht das jeder. Weißt du keine das? Ahnung. Das ist immer bei Secret World ein bisschen komisch. Manche Sachen zählen für alle, manche nicht. Okay, ist offen. Ja, anscheinend. So, ich muss mal gerade gucken, wie der Code war. Ding, 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 ding. Code, wo bist du? Ich habe ihn mir notiert. Na, 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 na. Da, okay. Shadowrun, Licht aus der Asche. Was? Da liegt das Buch. Ich habe es schon ewig gesucht. Hä? Ich habe gerade ein Shadowrun-Regelbuch da gefunden, das ich ewig gesucht habe. Das lag die ganze Zeit auf meinem Sofa. Da liegt es gut. Ja, ich habe ja momentan wie gar keine Gruppe für Shadowrun und so. Also von daher brauche ich es auch nicht wirklich. Ich stöbe nur mal gerne mal da drin, wenn ich im Bett liege. Und bevor ich schlafen gehe. Oh, Filmsequenz. Dangerous. I think I would cut myself if I tried to touch you. Do not worry. I am not Orochi. But I know who you represent. Your reputation precedes you. We also know Und sie hat sich geschnitten. These secret wars are bad enough, but when they take the children. For this the council cannot remain neutral, cannot sit idle. And so here I am. And here you are. We can help each other, though. I do not think we will find the little ones here. But we will find answers. This facility is abandoned, but... Such deadly toys. Shall we break them? You and I? Oh, my name. Tell you what. If when this is all over, you and I live to die another day. I will tell you my name. A good incentive, though. Die, die, sie will mich. Day. Ja. Eindeutig, sie will mich. Stimmt. Hast du nicht einen Blick gesehen, den sie mir zugeworfen hat? Ja, mich eindeutig gesehen. Entweder will sie mich oder sie will mich töten. Tja. Vielleicht beides. Naja, solche Frauen gibt's auch. Oh, das. Yay, und jetzt müssen wir hier hoffen, dass ich rechtzeitig drücken kann. Na komm. Dämlicher Generator. Warum sollte man aber einen Generator so kompliziert aufbauen? Ich weiß es nicht. Zack, ha, hat funktioniert. Perfekt. Vor all die Fragen ist der Master. Nein, Entschuldigung, Eukalyptus. Ich quäle die Tagen. Tada! So, und jetzt hatte ich hier den Code rausgesucht. Warte, wo habe ich den jetzt schon wieder hingetan? Irgendeinen von meinen Tabs. Da. Tada! Sesam, öffne dich. Diese Waffen will ich alle mitnehmen. Ja, kann man leider nicht. Nee. So, jetzt. Warum rennen wir eigentlich einfach so durch Koali für die Zuschauer? Was? Jetzt Info für die Zuschauer. Warum rennen wir nicht einfach so durch die Lichtschranken? Weil das ein Fehler wäre.
Dann können wir zum Beispiel den Vampir am Ende nicht töten. Werden wir doch sowieso Zeit wahrscheinlich nicht schaffen. Wer weiß. Hier gab's ja gar nichts. Wie traurig. Bist du jetzt da extra reingerannt, oder was? Ich wollte dir mal zeigen, was passiert. Ja, ich hab nicht hingeguckt. Tötet den Generator! So. Na, du bist schon wieder entdeckt worden? Nein, ich nicht. So, hier haben wir ein schönes Wissen. Und es ist ziemlich gruselig hier, diese Ecke. Besonders diese Puppe hier. Kann man das eigentlich lesen? Was steht denn da? Empty, 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 empty. Hello, I walk under empty. Empty, hello, I walk empty. Into empty, achso, okay. Translate, please. Ich laufe ins... Ach, jetzt bin ich entdeckt worden, verdammt. Ins Leere. Das ist echt nichts mit den Sabotagedingern, ne? Nee, ich hasse Sabotagemissionen. Ich hasse sie! Besonders diese eine irgendwo in Transsilvanien, wo man da diese Dinger da hochlaufen mussten, diese, weißt du, erinnerst du dich? Wo wir mal 1,5 Stunden für diese scheiß Mission gebraucht haben, weil wir ständig alle abgenippelt sind. Ich soll mich denn gleich irgendwie reinstellen oder sowas, ne? Ja, du musst ja den Stromkasten kannst kaputt machen, und zwar jetzt. Hab ich. Gut. Dann nehme ich die Schlüssel wieder mit. Ich bin tot. Anscheinend wurde war das der falsche Stromkasten. Nein, der hat es. Einmal mit Profis arbeiten, hör mal. Einmal mit Profis. Alles muss man selber machen hier. Heißt aber, ich muss jetzt den ganzen Weg. Oder wie? Anscheinend, hä? Warum kann. Wo ist Lilith lang? Ich nehme den gleichen Weg. Lilith steht hier bei mir. Laufen, laufen, laufen. Ich bin da. Jo, hab's ja schon jetzt gleich. Oh, das geht noch runter zum Vampir, anscheinend. Ah, cool. Aber erst hier die Quest verenden. Fehler! Zugang erfordert! Geben Sie Hilfe ein und bla und blub. Sicherheitsprotokolle deaktivieren, natürlich. Passwort eingeben. Das Passwort ist Passwort. Oh, cool. Beste Passwort ever. The nursery, not so far from our position. It was part of a now defunct Orochi program to gather and accelerate gifted children, children with preternatural potential. The experiments took a dark turn. Horrible surgeries, mutations, genetic manipulations. They were birthing monsters like. I'm sorry. I used to be a mother. A
must find the little ones. The children of the Romani camp and any others these Orochi dogs have stolen away with. The nursery is under lockdown. Go. Try to find a way inside. I will see what more information I can uncover here. Do not worry. I'll catch you up. You are too much fun. I promise. The best. Ja, nee, ist klar. So, der Leschrak ist zurück, wieder schön zum Vampir runter. Gucken, ob wir den hinkriegen. Ist er immer stark oder was? Boah. Der One-Hit. Ich hatte mit dem noch nie zu tun. Der One-Hittet einen immer ganz gerne. Was? Ja. Stirb. Nein! Autsch, siehst du? Tot. What the? Mhm. Ja, wir versuchen jetzt trotzdem mal. Es gibt ein Achievement, wenn man den schnell killt. Ich dachte, das Achievement kriegt man, wenn man ihn einfach nur killt. Ne, muss ihn schnell töten. Ich glaube, weniger als 5 Minuten. Das ist nicht genau. Man muss da aufpassen, diese AOEs, die der macht, sind manchmal auch nicht sichtbar. Raus da, raus da! Ja. Ja, und der heilt sich. Ja, und jetzt bin ich hin. Der ist ja richtig übel. Ja. Ist er. Ich habe den auch lange nicht mehr gemacht, also... Ich habe den noch nie gemacht. Ich habe den schon mal besiegt, aber es war ein hartes Stück Arbeit. Okay, jetzt ist er wieder weg. Wo ist er hin? Auf der anderen Seite. Komm runter, du Feigling! Ja, und ständig das Schild oben, Ah, nein! Ich wollte ihn gerade... Ist er ganz oben? Okay. Ah ne, da muss man ganz außen rum, ne? Achtung, du bist gleich tot. Ja, du bist tot. Ja, ich sehe, oh, ich hab dich gesehen. Für mich sah es nicht so aus, ob ich drin stand. Ja, diese AOEs sind manchmal unsichtbar. Also nicht gut sichtbar. Also meiner war gleich, war gerade schon sichtbar, aber... Wie sollen wir dann da hochkommen? Ich meine, auf beiden Dinger. Ja, du musst außen rum. Bist du auch tot? Ich bin auch tot, ja. So, nochmal. Warte. Ich wollte das Skillset wechseln. Schnell weg. Sollen die versuchen, den wieder runter zu locken? Und
Scheiße. Hä? Wie kann er... Okay, ja, wieder unsichtbare AOE. Ja, okay. Aber warte, diesmal bitte. Ich wechsle diesmal mein Skillset. Ja. Ich glaube, ich mache den immer so lange, bis mein Zeug repariert werden muss, dass das nicht mehr lange dauern dürfte. Okay, mal gucken, was habe ich denn alles zum... Wow, bei mir muss schon alles repariert werden. Ja, klar, wir sind ja schon viermal gestorben. Jetzt habe ich meine Skills hier umsonst gezündet. Okay, bin gespannt, ob das was bringt jetzt hier bei dir. Okay, wo ist er? Der ist wieder nach links. Also die Rutter ist, glaube ich, genau genau gleich wie mal bei ihm. Vielleicht warten wir einfach, wenn er da ganz nach oben geht. Fuck! Wo kommt das noch einmal her? Einfach, bis er wieder runterkommt. Halt durch, ich komme. Ich probier's. Einfach mal sein scheiß Schild wieder an. Ich geh schon mal auf die andere Seite. Ja, ich bin nämlich jetzt durch. Bin auch schon wieder da. Ja, sieht doch gut aus. Na komm. Yes! Aber das ist richtig geil. Aber nicht schnell genug fürs Achievement. Ausrüstungsverwaltung, Leveln, Sturmelement. Nein, 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 nicht aktualisieren. Hab ich jetzt? Oh Gott. Tja. Ich gehe schon mal raus. Nee, wir müssen noch die gesicherten Daten lesen. Ja. Zugriff auf Dateien. Der Hort. Zurück zu den sicheren Dateien. Aber wir brauchen wir nicht mehr. Weg. So. Im Prinzip hat uns Lilith das ja schon alles erklärt. Ja, warum hat die den Vampir nicht gemacht? Weil sie das nicht wollte. Aber jetzt haben wir gespoilert, ne? Den Namen, wow. Okay. Einmal noch hier unten porten. Aber wir sollten vielleicht zuerst reparieren gehen, oder? Aber können wir auch im nächsten Gebiet reparieren. Wohin ist an die Porten? Zum Gebietswechsel unten. Aber warte einfach, bis ich im nächsten Gebiet bin und teleportiere dich dann zu mir. Das würde dir einiges an Geld sparen. Das hast du genau zu dem Zeitpunkt gesagt, als ich schon teleportiert war. Oh. Das ist irgendwie tragisch. Ja, ich leide. Oh, schon vorbei. Ja, ich bin jetzt hier, also mein Charakterlevel entspricht, glaube ich, nicht ganz dem hier. Ich bin eigentlich noch in dem ersten Transsilvanien-Gebiet und laufe jetzt schon ins dritte rüber. Aber gut, ich habe dich ja dabei. Ja. Jeder braucht ein Handicap. Und du hast mich. Ich werde die Zuschauer, die liegen jetzt auf dem Boden, haben sich schon eingepisst vor Lachen.
Genau. So, ich glaube, muss da einfach nur die Straße lang. Ein toller Regenbogensprint, yay. Hallo, Fifi, der Dritte. Nein, es ist Trajan. Ja, von mir aus. Als ich ihn das erste Mal sah, wollte ich ihn töten. Ja. Das war auch ein Werwolf, man hatte die ganze Zeit Werwölfe abgeschlachtet. Und er gibt dir die Quest, das Gleiche zu tun. Ja. Yay, laufen, laufen, laufen. So, und jetzt kommst du gleich wieder in eine Filmsequenz kommen. Ja. Das sieht aber nicht aus wie jemand, der Freigabe Stufe 6 hat. Last time you were here, you forgot something. Somebody. Little guy wants me to trust you. He thinks you can help her. Me? I think you abandoned her when the stakes got too high. It's hypocritical of me to chastise you. We are thralls to the ruthless nature of the organizations we work for. Learn what they're capable of at Chernobyl in 86. It isn't easy to be one of the forgotten. You're here for the nursery? It was one of the locations where they kept her. And others like her. I thought she might be there, but when the vampires attacked the chasm, the nursery was locked down, sealed from the inside. There's only one place where it can be overridden. If you go up there and override the lockdown, there'll be troops swarming all over this valley in minutes. The corporation can't have their experiments showing up on the evening news. He seems to like you. You found her before. Do it again. And this time, don't forget. Jetzt mal ehrlich, ne? So wie wir drauf sind in diesem Spiel, sollte der nicht allzu lange mit einer Knarre auf uns zielen. Ich glaube, der war einfach nur viel zu lange alleine mit dem Teddybär. Man kann nie alleine zu lange alleine mit einem Teddybär sein. Hm. Wenn sie einen kritischen Treffer durchdringenden Treffer, verringert sich der Hass auf ihre Offensivziele. Ich glaube. Ah ne, es lohnt sich jetzt noch nicht drauf zu ziehen, es sind nur noch blaue Waffen. Aber wir können es uns ja mal sparen. So, was müssen wir jetzt machen hier zum Orangi-Kommunikationszentrum gehen? Erstmal Sachen reparieren lassen, würde ich sagen. Stimmt. Hier drin ist ja Gott sei Dank jemand zum Reparieren. Das würdest du nur ohne mich machen. Elendlich zugrunde gehen und nein, ich dachte, ich in Lumpen rumlaufen, viel was Spaß bei den haben oder so. Gar nicht so schlecht wäre. So, hier verticken. Trotzdem bei meiner Grundaussage bleibe ich, der sieht nicht aus wie einer, der Freigabestufe 6 hat. Woher willst du wissen, wie jemand aussieht, der Freigabestufe 6 hat? Die haben doch bestimmt Anzüge an. Er hatte doch auch. Der da draußen hier hat keinen Anzug an. Der ist so ein Wachmann. Das ist ein Kampfanzug. Ja, du weißt, was ich meine. Natürlich. So, hier. Thermoautorität. Stirb, Thermoautorität. Sie haben keine freie Sicht auf ihr Defensivziel. Ja, okay. Jetzt. Auch den Apotheker Defensivziel. Nee, den Drager. Oh nee, ach, die stunnen einen. Das ist ja fies. Hast du Leute, die stunnen? Du hast mich. Stunst? Ich kann stunnen, ja. Ich brenne, tu was. Okay. Feu, Feu, Feuer, du brennst. Ich hab ein Lied über dich gesungen. Du hast gerade zu tun, du hast nicht gedacht, was ich tun soll. So ist er zu mir, Leute, so ist er zu mir. Und für 4,99 Euro können Sie sich auch diesen Freund holen, für einen Tag. Oh Gott.
kaufst du billig. Ja, und ich brauche das Geld. Wer sagte, dass du die 4,99 Euro wert bist? Keine Ahnung, die Zahl kam gerade spontan in den Kopf. Ey, hör auf mich zu stunnen hier, ist ja fürchterlich. Schon interessant, dass ich immer die Aggro hab, ey. Obwohl du eigentlich der Kerl mit dem mehr Schaden bist. Was ist dein Hauptskill? Also dein Aufbauer? Die Anima-Salve. Ja, okay, bei mir auch. Ja. Vielleicht weil du am Anfang immer sehr viel Schaden raus hast mit deinem Ulti. Oder weil ich die Aggro-Reduzierung dran hab. Das wäre eine Möglichkeit, ja. Ich meine ja nur. Was, wollte der gerade weglaufen? Hast du das gesehen? Ja. Ha, du hast die Agro. Sehr schön. So muss das sein. Ich muss hinten stehen und draufballern können. Wir nehmen alles mit. Wir wollen ja alles machen. Stirb! Was waren das von der Lore? Waren das irgendwie genmanipulierte Vampire hier, ne? Ja, ja. Die von Orochen verbessert wurden, die eigentlich als Kriegswaffen eingesetzt wurden. Aber Mara hat sie ja unter Kontrolle gebracht. Kommen wir ja noch hin. Von der Story her. Du hast angefangen mit dem Hintergrund. Ja. Ich hab's nur vervollständigt. Toll, Flammenwerfer hab ich auch. Ich noch nicht, aber ich hoffe am Ende dieser Mission hier. Ich brenne schon wieder, jetzt nicht mehr. Gut. Hast du gut gemacht, ja, Lesra. Du bist halt richtig heiß. Boah, Lee, du solltest echt gleich mal ins Bett bezeiten, weil wenn du schon über sowas lachst, dann mache ich mir Sorgen. Mit dir zusammenspielen zieht das Niveau so lange runter, bis man auch über sowas lachen kann. Und ich kann auch ihr Niveau runterziehen, für nur 2,99 Euro. Du bist immer billiger, Junge. Yay! Loot! Energy Drink, ja. Yeah. Gab's hier nicht auch noch so eine Nebenquest, wo man die Typen irgendwie spritzen musste? Ja, ne? Da vorne hier, experimentelle Serien, ja, die können, das können wir mitnehmen, glaube ich. Boah, das hat Murzi aber gesagt, wir sollen jetzt einfach schnell durch. Ja, aber das ist ja auf dem Weg. Ist ja schnell gemacht. So, hier. Spritz! Dann geh ich gar nicht aus. Wenn ihr Spritzengewehr hat, dann bringt es wenigstens auch was, nicht wie ein Fallout. Muss man etwas spritzen? Da gibt's doch so ein Spritzengewehr. Also ich fand was von dem, was ich gesehen habe, fand ich die Baumöglichkeiten in den Waffen. Baumöglichkeiten? Ja, dass man die Waffen also upgraden konnte und alles selber basteln. Oh, war ganz heftig.
So, also Supersoldaten müssen wir weiter irgendwie hier. Au! Hast du euch jetzt den einen und du den anderen geserumt? Ja. Okay. Muss ich ja. Es ist wieder so eine Quest, wo wir wieder alle einzeln was machen müssen. Aha. Nein, ich kann nicht, du hast schon. Nein. Ja, ich bin fertig. Juhu. Ich muss direkt ein paar KP ausgeben hier. Ich habe ja genug jetzt inzwischen. Was nehmen wir denn? Ich wollte hier irgendwo was machen. Ich weiß nur nicht mehr wo. Schwerter-Skillen. Ah ja, hier. Rotes Theater wollte ich mir holen. Genau. Und habe ich noch genug? 72. Ja, komm, einen kaufen wir noch. Muss ja auch KP sparen für gleich den Flammenwerfer. Stell ich da hinten? Ja. Gut, dann müssen wir jetzt hier lang. Ich habe den Frauennamen gegeben, dann war der erledigt. Nämlich? Birgit. Ah. Ich mag diesen Quantum-Skill irgendwie ein bisschen. Nur mit dem Blitzen. Der bringt zwar nicht viel, aber sieht nice aus. Der hier. Das merkt man direkt, wenn man mit Skills angreift, die keinen Leech-Effekt haben. So, einmal in den Computer. Kommunikationsterminal. Zack. Und was brauchen wir? Wir brauchen Override für die Horde-Abregelung, ne? So, jetzt hier, Indiana Jones. Geronimo! Warum sind wir da nicht hochgeklettert? Weil das uncool war. Boah, aber wie cool. Ah ja, einfach schnell das Sixpack einmal abstreichen, ne? Ja komm, wer hätte nicht gern so einen Bauch? Nächste Filmsequenz. Ah ja, Teddy. Oh, süß. That was the easy part. According to this, about 3 minutes ago, a convoy of trucks left a nearby military installation carrying enough C4 to level a small city. If you let them get close enough, they'll seal the dam. For them to get close, they'll need to reach the bridge. You can see where this is going. They'll be coming through the Baca Tunnel. You'll need to get there first and wait for them. When they come through, do your best to make sure they don't reach the bridge. I filled the tank. And take this. If you find her, she's gonna need it more than me. Der Typ war echt zu lange alleine. Roter Schnee. Und ab aufs Schneemobil und dann geht's los. War doch nicht. Ich kann nicht losfahren, doch jetzt kann ich.
müsste ich nochmal hin nach hier. Machen wir ja ein Rennen. Wer zweites ankommt, gewinnt. Ja, du bist ja auch Mann. Später losgefahren. Ich hinterlasse dir hier auch eine Mine. Und ich wurde geslowt. Durch meine Mine? Ja. Nicht wirklich, du kannst da nicht wirklich reinfahren. Nein, wurde ich nicht, keine Angst. Turbo! Interessant wird das ja hier erst, wenn die Gegner kommen. Oh, der Werwolf steht da ganz in Ruhe und. Er hat sogar noch zugewinkt, wahrscheinlich. Also geistig bestimmt. Geistig. Zack. Boom. Und hinterher. So, jetzt kommen mal die ekligen Typen. Da kommen sie schon. Aua! Wer ist denn das da hinter mir? Hinter dir bin ich. Hast du gerade auf mich geschossen, du Sack? Immer. PvP hier. Wäre eine interessante Variante, also jetzt mal ernsthaft. Schneemobil. Bam! Ey, was war das? Ah. Aua, aua! Ich werde abgeschossen. Meine Lebenspunkte sind nicht so geil. So, mussten wir uns verstecken da oben. Na? Warum können wir eigentlich nicht einfach Raketen auf dich schießen? Kannst du doch. Nein, ich meinte auf die LKWs. Ach so, das ist natürlich eine gute Frage. Ich habe nur gute Fragen. Und für 2,99. Gott. Ich habe gestern zu viel Werbung gesehen, habe ich das Gefühl. Ein bisschen wahrscheinlich, ja. Ja, da gab es Katanas im Angebot, oder? Katanas? Wo hast du Werbung gesehen für Katanas? Ich hab nicht gesagt, dass sie deutsch waren. Ah. Hinterher. Ah ja, hier ist auch so viel Schnee, auf dem ich fahren kann. Oh, Rumpel, Pumpel. Ah, gleich ist mein Schneemobil bestimmt kaputt. Ich kann es nicht mehr benutzen. Ah, gut, jetzt haben wir wieder Schnee. Und schon ist es kaputt. Filmsequenz! Auf der Brücke kannst du dir einen Sprintkrieg verdienen. More fetching wearing this. Quickly. Do not worry. I have left a nasty surprise for them. There is just one slight problem. If we stay here, my nasty surprise will kill us too. So, good luck.
Man stirbt nur zweimal. Und wir haben ein tolles Siegel des Einschließens bekommen. Noch eins. Yeah, jetzt habe ich schon zwei davon. Ja, und ich muss kurz ein paar KP verteilen. Mach das. Währenddessen nehme ich das Wissen hier mit. Das Schlaflied ohne Schlaf. Oh, das hört sich so... Hörst du das Schlaflied ohne Schlaf? Es hallt ja wieder in den verformten Gängen aus Metall. Die Schwestern gurren mit beruhigenden, wohlklingenden Stimmen. Puppen spielen Teestunde mit Leichen. Willkommen im Hort! Das ist nicht sehr einladend. Ach. Creepy! Aber schon reingegangen. Aber das ist doch von der Seite, wenn Leute auf die ganzen Geldangebote von mir eingehen, dann kannst du auch bald einen neuen Computer leisten. Gut. Was habe ich denn davon, wenn die Leute dich für 2,50 Mark anheuern, damit du dir ihr Niveau... Das ist dein Stream, also kriegst du 60%. Eigentlich aha, so. Aber ich habe dich runtergehandelt auf 60. Und ich meine, so wunderbar wie ich bin, da muss ja... I give you the nursery. Be careful. This place. It has bad memories. Haha. Da läuft er vor. Hat die gerade Leshrac Dark gesagt? Ja. Nein, hat sie nicht. Aber wäre cool gewesen, wenn. Ja, auf so ein Spiel warte ich noch. Ja, mach du mal die Tür auf, ich blase hier. Lest ja einen, okay. Ich geh mal hier durchgucken, hallo? Huhu, kannst du mich sehen? Ja, hi! Zieh dich aus! Nein. Da habe ich schon eine Folge 100 gemacht. Ja, stimmt. Mein persönliches Special. Nur für dich. Ja. So, hier ging's rein. Creepy. Machen wir sie aggro. Jo, ich ziele schon mal auf das orange Kindermädchen. Ja, jetzt sind sie aggro. Ah, die stunnen einen auch. Nein! Aber wir haben Knarren und die hauen nur mit Fäusten zu und machen damit mehr Schaden als ich mit meiner Knarre. Und sind weiterentwickelt als wir. Gut, es sind auch Cyborgs. Hinter dir. Wo ist der Unterschied zwischen einem Roboter und einem Cyborg? Gute Frage. Oder ein Android. Da musst du Experten fragen. Kennst du einen? Nicht mich. Ja, der Gear Falcon ist doch immer so. Ja, der sagt. Du darfst hinten nicht wissen irgendwo. Ja. Hier in dem Raum. Tum, tum, tum. Nein, es ist kein Wissen, aber es ist sehr creepy. Ice that glitter! Weißt du noch, was ich anklicken musste? Was willst du anklicken? Oder musste ich hier gar nichts anklicken, mein Computer? Computer? Lass mal die Computerexpertin ran hier. Forschungszugang autorisieren. Türen öffnen sich jetzt automatisch. Und die Notizen von Doktor... Ach nee, die sind mir zu viele. Ja, das war nämlich auch mein Gedanke. Ach, hier sind wieder Gegner. Greifen Sie Lilith an. Sollen die doch.
Ah nee, du standst daneben, ich dachte schon. Ich glaube, so dumm sind die Roboter nicht. Pung. Okay. Hello. Ah, ich kann sie nicht angreifen. Yes, that's... Blit? Los, Lilith, schieß auch! Ja, guck mal, wie sie da steht und... Oh, mach die mal. Ah, sie hat sogar noch die Arme überkreuzt. Ja. Ich werde jetzt bestimmt nicht arbeiten. Das ja auch noch mitnehmen? Ja, ärztliches Lock. Sie werden feststellen, dass die Experimente nach Typ autorisiert sind. Ja, das ist okay, alles klar. Check ich. Sind die eklig? Gefoltertes Experiment. Liebe Kinder, wenn ihr irgendwann mal Experimente foltert, dann sehen die später so aus. Genau, und deshalb bei der Folter müsst ihr ganz vorsichtig sein und hohe Sicherheitsmaßnahmen an den Tag legen. Darauf wolltest du doch hinaus, Quali, oder nicht? Natürlich. Irgendwas, ich muss mal eben hier gucken, was die Puppe gemalt mit Typen gemacht hat. Sehr spooky. Ja. Die hat sogar blaue Augen, die Puppe. Guckt ganz niedlich. Hier sind Pilzwesen drin. Welch, was für Augen hast du denn? Was? Hast du auch blaue Augen? Nein. Etwa pinke. Pink? Nein. Kennt jemand, der hat wirklich pinke Augen, aber. Was? Ja, also sieht pink aus. Wo läufst du denn mit denen hin? Ich werde den ganzen Raum verteilen, um die Schwierigkeit anzuheben. Ja. Mir ist klar. Brauchst dich nicht bedanken. Zombie-Ameisen! Was? Hast du es nicht gelesen? Muss mal lesen, die Notiz. Zombie-Ameisen. Oh, weia. Aber das Kind jetzt nicht mitgekriegt, was hier weggeklettert ist? Ja, hat nicht mitgekriegt. Schade. Also du hast es nicht mitgekriegt. Ich natürlich. Mit meiner erstaunlichen Wahrnehmung. Empty. Ja, mein Gott, ist ja gut. Ich weiß, Eigenlob soll angeblich stinken, tut meins aber nicht. Ey, die Puppen bewegen sich. So, hier gibt's jetzt... Ich dachte, du hast schon einen Flammenwerfer. Hab ich auch. Warum machst du das denn dann wieder? Vierter. Das ist mein vierter. Ich will auch einen Flammenwerfer. Warum kann ich die nicht stacken? So, jetzt habe ich einen. Und dann müssen wir noch skillen. Flammenwerfer, Drachenatem. Zack. Und dann musst du den auch noch hier mit K, mit FP. Tada! Mal den direkt mal ausrüsten hier. Wo ist er denn da? Und dann den Drachenatem reinhauen hier. Was ist denn Drachenatem? Dann machst du den heißen Schwall der Liebe. Ja. Was glaubst du, wie ich zu Valentinstag abgehe? Das will ich gar nicht wissen. Yeah. Okay. Das ist ein Test. Okay, ich will auch mal ausprobieren. Ich hab mehr Damage gemacht. Ich kenne jemanden, der hat seiner Freundin zu Valentinstag 10 Euro geschenkt. Ernsthaft? Ja. Der Typ ist ein Genie. Feuer! Lykantropenpatient Zero.
und Lykanthropen Testsubjekt. Liz hat mal wieder nichts gemacht, ist schon klar. Ich komme auch noch nicht über die Zombie-Ameisen hinweg. Kinder-Lykanthropen, ja, ist okay. Puppen, die Werwölfe kaputt machen. Es ist gut, dass Terra nicht hier ist, das würde sie nicht verkraften. Ja. Sie würde Wein zusammenbrechen und ich würde die das Nullpunkt-Pantogen. Eine blubbernde Stimme aus dem Jenseits. Okay. Als ich die ersten Male hier war, bin ich immer solo draufgegangen. Ja? Ja. Was ich übrigens auch mal in so einer Lore gefunden habe über den Schmutz, ne? Mhm. Die Leute, die davon infiziert sind, die werden davon kontrolliert, sind aber voll bei Bewusstsein. Mhm. Sie sehen also alles, was sie tun. Schön. Spüren auch alles. Mhm. Aber sie können halt nichts machen. Ganz schön fies, dieser Schmutz. Ja. Ich meine, kontrolliert zu werden ist ja okay, aber auch noch alles mitzukriegen, das stelle ich mir echt hart vor. Mhm. Ich glaube, Lilith schießen. Ich meine, da würde ich ja fast eine Träne finden. Aber nur eine. Oh, die greifen schon wieder alle mich an. Ja, jetzt wird's ja. Außer ich schieße ein, zwei Mal. So, da kommt der Obermacker hier. Der Dr. Schreber. Professor Dr. Schreber, bitte zum OP. Ganz ehrlich, ich glaube, das ist ein Deutscher. Experimente an komischen Kindern mit Zombie-Ameisen und Lykantopen-Kindern, das können nur Deutsche machen. Eigentlich meinte ich vom Namen her. Was ist das denn hier? Fies. Zugriff. Komm her. Emma Smith Notfallprotokoll. Zutritt zum Privatlabor. Ja, wir finden Ember jetzt. Ja, ist ja gut. Filmsequenz. Oh, stopfen. Oh, Emma. We found you. Emma? They must have drunk her. Wake her, quickly. We can drop the curtain on that farce now, can't we? Oh! No, 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 no! Shush! There now, sweet child. You're just angry because you've grown fond of that council spy girl. I rather liked her too. It was a pleasure. But that game is over now. And it's time to sleep. I promise, the best is yet to come. Promised you my name. There are so many names. Once upon a time, a prophet forced me to admit the 17 names I used to sow mischief. Say my name. Abiko, Abito, Amiso. Say my name. Baxa, Elo, Ita, Izomo, Kea, Kali. My name, Odam, Kokos, Patata, Patrota, Podo, Satrina, Tanto. I did tell you lies, but I am a mother. You face the descendants of some of my children. Every monstrous silhouette that haunts every legend, every myth, every night terror, they all trail umbilically back to between these legs. And I dissolved entire civilizations in the sizzling afterbirth. My body is a temple
that outlasted all temples. Gods have worshipped here in blood and semen. Through me, you enter the population of loss. No things were before me, not eternal. Eternal I remain. Can you guess my final name? Yes, your body recognizes my name, because it is etched in your communal memory, in the reptilian R complex beneath your forebrain, because I encoded it there, before the histories forgotten by the histories that your histories forgot! I... Oh, Zeus. Dear, I do not expect you to die. But there is something exquisitely humiliating in the agony of a hobbled immortal. Don't you think? No, stop. You're hurting. Stop. Drecks-Kuh. Ich finde es ja eine sehr vulgäre Ausdrucksweise. Das sagt der Richtige. Was soll das jetzt heißen? Ja, ja. Ich drücke mich sehr gewählt und vornehm aus. Ach was. So, ja. Gucken, was kriegen wir denn? Eine Nebenwaffenladung. Macht die was Tolles mit unserem Flammenwerfer? Mit, wo ist der Flammenwerfer? Auf C. Was krieg ich denn? Ah, okay. Eine epische Siegel. Das den gesamten Schaden um 100% erhöht. Ja, nee, ist klar. Bin die ganze Zeit um den Kopfteil rumgelaufen. Das ist eine Solo-Instanz, ne? Ja. Nein! Ich bin ganz alleine. Scheiße! Ja, die Kämpfe werden jetzt richtig schwer für dich. Indeed. Mehr. Guck mal, da war das war jetzt mit den Teddys das, ne? Ich glaube, das versuche ich jetzt auch gleich, ne? Viel Erfolg. Ich versuch's nicht. Für meine Zuschauer tue ich doch vieles. So. Wo sind die Teddy-Locations? Da. Okay. Okay, Teleport. Hallo. Ja? Ja, Emma hat Hallo zu mir gesagt. Also ich hallo so. Zu Hallo zurück. So, hier hinten war eine Lore. Das Schlaflied ohne Schlaf.
hier ein Buchstabe. Da ist es. Yay. Übrigens, XCOM hole ich mir auch. Where the hell have you been? Come here! Ow! Ow! Stop. Auch wenn ich nur den Teil davor gespielt habe. No, you're not allowed to... Ow! Emma, what are you... Ich hab mir nicht mal sagen lassen, es gibt mehrere XCOM-Teile. Emma! Ow. Ich kann den Flammenwerfer gerade mal ein bisschen aufleveln. Verbrennendes Magnesium. Oh nein! Was ist oh nein? Ich bin in der fucking Kammer. Keep her going. We're almost through. Okay, rot. Und dann, Her power output. It's beyond Spoiler! There's no ceiling. Or ich kann es wieder rot? Okay, hier sind alle in der Zeit eingefroren, ne? She's breaking through. Boom! Und dann... Tyrannimo! Wir müssen tiefer hinein. She exceeds all our tests. Even beyond our secondary subject in New England. She's ready. Vergiss nicht beim Laster nach dem Buchstaben. Wir gehen hier entlang. Da ist es. So, das Rätsel. Bei Rot, Rot, Grün bin ich schon. Durch. Was? Nein, du träumst nicht. Dann sag's mir. Wenn hier jemand träumt, dann ich. Wo bist denn du? War rot. Ja. Wieder rot. Grün. Jetzt geh ich zu grün. Schwarz. Dann ja. Rechts rum müsste blau sein. Ja. Und geradeaus müsste wieder blau sein. Dann rot. Okay. Dann wieder rechts. Es müsste grün sein. Ja, ja. Wieder rechts müsste schwarz sein. Ja. Dann rot. Und dann müsste es haben. Oh ja, danke. Jetzt würde ich hier verstecken. Ich wäre nie wieder rausgekommen. So, der schwierigste Teil der ganzen Mission jetzt hier, wenn ich den Teddy fertig haben will hier. So gut. Ah, schon versagt. Scheiße. Schon beim allerersten Mal. Okay, wir können leider den Teddy nicht machen. Falls ihr wissen wollt, wie das geht, müsst alle Wege fertig machen. Und dann öffnet sich ein extra Weg und da am Ende ist der Buchstabe. Aber den kriegen wir jetzt nicht mehr. Hier hinten ist auch noch ein Buchstabe drin. Da. Nehmen wir eben mit. Ich kann es sehen. Auch wenn wir jetzt das Ganze nicht mehr fertig machen können. Tragischerweise. Noch ein Buchstabe. Ich kann es
sehen. So, und wenn man jetzt hier zurückgeht, müsste hier auch einer sein. Ja, hier vorne. Da ist es. Ansonsten immer weiter, immer weiter, immer weiter, immer weiter, immer weiter, immer weiter. So. Und wenn ihr dann am Ende alle Buchstaben gefunden habt, könnt ihr hier Teddybär schreiben. Allerdings haben wir nicht alle Buchstaben und deswegen müssen wir Anima schreiben. Spoiler. Ja, das ist jetzt ein ziemlich minimaler Spoiler. Filmsequenz. Zumindest nach dem Ladebildschirm wahrscheinlich. Better Pipe of Two. Ja. Ich finde, das ist eine der coolsten Questreihen, die das Spiel hat. Sag mal, hattest du eigentlich auch schon mal so, hattest du eigentlich auch mal so eine Tafel? Nee. So, jetzt kommt die Filmsequenz. Sweet, my Posy. I want you to come home with me. You and I are going to do such wondrous things to this world. No, I don't want to go with you. But I can love you, my Posy. I can love you more than Gaia. Love you more than black holes love the light. Emma. My name is not Emma. You will not! You will not choose her over me! Samael chose her! I will love you! I will hold you! I will hug the boiling visceral out of you! Come here!
not belong here. The lullaby must never end. If the dream is wake, all that is won't. I should very much like my teddy now. So. Cool. Ja, und dann sind wir wieder hier in Agartha. Und das ist doch eine super Stelle, um Hallo Eukalypter. Angst. um aufzuhören. Ja, ich bedanke mich fürs Zuschauen und ich danke dem Les Ragdark fürs Mitspielen. Und ich gucke gerade nochmal, welches Siegel ich gekriegt habe. Ich habe ein... Ja, auch blaue Tasche. Oh, das ist ganz cool. Wenn ich ein geschwächtes Ziel treffe, werde ich geheilt. Okay. Detonationsangriff. Benutzt sowas. Es gibt Leute, die machen das, ja. Ja, also wie gesagt, danke fürs Zugucken. Les Ragdark, danke fürs Spielen. Jo. Bis zum nächsten Mal, F1, euer Koali und euer Les Ragdark. Tschüss.